Hallo liebe Minicamper und Reisefreunde, wir sind wieder unterwegs nach Krumau, Český Krumlov, wie der Ort im Tschechischen heißt, soll es gehen. Die kleine Stadt liegt in Südböhmen am Dreiländereck zwischen Deutschland, Österreich und Tschechien. Unsere erste Nacht verbrachten wir am Lipno-Stausee. In herrlicher. Ja, heute haben wir den 1. September und es ist nirgends mehr was los. Die Saison scheint zu Ende zu sein hier. Ja, so. Also ja, die Karusselle. Ja. Das ist immer der neueste Standard. Ja, wir sind dann weitergefahren Richtung Krumau an der Moldau. Freunde haben uns den wohl schönsten Stellplatz in Tschechien direkt am Flüsschen zur Verfügung gestellt. Dort konnten wir unser Minicamperleben so richtig mit Radl und zubereitet am Raketenofen. Ja, das ist ein ganz romantisches Fleckchen, direkt an der Moldau. Ja, und da darf ich jetzt meine neue Errungenschaft vorstellen. Ein Gusstopf, nagelneu, mit abnehmbarem Griff. Ja, weil die so heiß werden, da kann man also da den Druck da nehmen, da tut man den Griff oben, gell. Und dann halt kann man da dahin köcheln. Ja, und anschließend kann man einfach den wieder ohne Stecker, gell? Fertig. Gell? Da verbrennt man sich nicht wenigstens die Finger. Und dann da mal wieder runter. Ja, der Topf hat schon 63 Euro gekostet, gell? Den gibt es aber auch mit Deckel, alles feuerfest, der kostet auch um die 20 Euro. So, jetzt schauen wir erst einmal an. Da habe ich jetzt meine Anzünder und meinen Flammenwerfer. Gebe ich mal Gas. Eine damit, eine damit. So, wunderbar. Und da kommen wir jetzt nur ein paar Putzelkier, die habe ich schon vorbereitet, alle in meiner Taschen. Hier eine, jetzt hat es mal einen rausgekaut. Und dann klappe ich da ein bisschen auf. Und dann schüren wir gleich mal ein bisschen Holz noch. So, brennt schon. Haut schon hin. Ja, jetzt muss ich ein bisschen heiß werden, gell? Und dann verbrennt er seinen Rauch selber. Das wird schon aber besser. Und wenn die Gussplatte oben heiß ist, dann stelle ich einen Topfaffe. So, jetzt stelle ich mal einen Topfaffe. Und tue einen Griff oben, dass er nicht verkokelt. Und der Butter. Umrühren. So, ich glaube, jetzt taugt es. Jetzt haben wir es einmal ohne da. Ober. Fertig. Pfeffersauce. Okay. Aber es wären da Bratkartoffeln. So, ich glaube, jetzt passt. Jetzt tun wir mal den Griff wieder ohne da. So, zack, ohne. Passt schon. Jetzt hat. Oh.
So, die gute Pfeffersauce auf. Wie viel kriegst du? Ja, kurz auf. Die Moldau, auch als böhmisches Meer bezeichnet, ist der längste Fluss in Tschechien und der größte Nebenfluss der Elbe. Ja, ich habe natürlich nachgelesen. Der Name ist germanischen Ursprungs und wurde nach der tschechischen Landnahme im 6. Jahrhundert nach Christus zu Vltava bestiegen wollen. Ja, ich sag's ganz ehrlich, Krumau ist kein gut behütetes Geheimnis mehr. Viele Menschen besuchen den Ort auf einer Reise durch Europa. Die Stadt liegt an beiden Ufern der Moldau, die hier eine Flussschleife bildet, von der sich auch die Ortsbezeichnung Krumau ableitet. Über den Häusern ragt das mächtige Schloss empor. Jede der Altstadtgassen ist gesäumt von historischen Gebäuden im Renaissance- und Barockstil, die nach aufwendigen Restaurationsarbeiten im neuen Glanz erstrahlen. Ein Spaziergang durch die kleine südböhmische Stadt fühlt sich an wie eine Reise in eine längst vergangene Zeit. Der gesamte Ortskern ist bei der UNESCO als Kulturdenkmal gelistet. Krumau ist umgeben von den grünen Hügeln des Böhmerwaldes und liegt in einem Talkessel. Prägend ist eben die Flussschleife der Moldau, die den Ort durchtrennt. Durch den Ausbau von Handwerk und Handel, die Förderung von Silbererz und durch ihre Lage an der wichtigen Verbindung von Budweis nach Österreich erlangte die Stadt im 14. Jahrhundert eine wirtschaftliche Blüte, die vom Ausbau religiöser Institutionen begleitet war. Schon in prähistorischer Zeit führte ein von der Linzer Höhensiedlung Gründberg kommender Verkehrsweg hier vorbei und die Moldau entlang weiter nach Norden. Spätestens seit 900 wurde am Linzer Steig das kostbare Salz von den Ladestätten an der Donau durch den Haselgraben ins salzlose Böhmen transportiert. Über der Furt an der Moldau errichteten die Witigonen um 1240 eine Burg, die 1253 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Der mächtige Schlossturm, zu zwei Drittel von dem Wohnpalast der kleinen Burg umgeben, ruht auf einem Steil über der Latraner Unterburg und dem Fluss Moldau aufsteigenden Felsen. Ja, der obere Teil Krumlovs ist vor allem von der weitläufigen Schlossanlage geprägt. Sie gilt aufgrund ihres architektonischen Niveaus, kultureller Tradition und Ausmaße als eines der bedeutendsten Baudenkmäler Mitteleuropas. Aufwendig gearbeitete Fresken, mehrere Innenhöfe und der prächtige Schlossgarten lassen den Wohlstand der ehemaligen Besitzer erahnen. Das Schloss kann in seiner ganzen Gänze heute besichtigt werden und erstreckt sich über eine Fläche von 10 Hektar auf einem langgestreckten Felsvorsprung über der Moldau. Im Schloss befindet sich auch eine der zwei weltweit noch erhaltenen Barockbühnen, die noch im Originalzustand erhalten sind und voll funktionsfähig sind. Die Mariensäule
auf dem Marktplatz wurde 1716 errichtet. Das Rathaus entstand um 1580 durch die Verbindung zweier älterer Häuser. Die Kirche St. Veit von 1309 wurde 1407 bis 1439 umgebaut. 1357 ließen sich die Minoriten in Krumau nieder, deren St. Franziskuskloster 1358 geweiht wurde. Ja, der Hauptaltar der St. Veit-Kirche wurde 1673 bis 1683 neu geschaffen und die Kirche 1725 barockisiert. Ja, ich war so richtig begeistert von Krumau und deswegen habe ich mich mit der Geschichte des Städtchen natürlich auch näher befasst. Ja, wenn es interessiert, die Burg war Sitz des witigonischen Familienzweiges der Herren von Krumau, der 1302 mit Wock von Krumau erlosch. Dessen Besitzungen übertrug König Wetzel II. An den ebenfalls witigonische Linie der Herren von Rosenberg, deren Wappenrose noch heute Bestandteil der Stadtflagge ist. Heinrich I. von Rosenberg, der bis dahin auf der Burg Rosenberg residierte, übertrug seinen Sitz 1302 auf die Burg Krumau, die 300 Jahre lang als Minicamper und Reisefreunde. Das war unsere viertägige Tour. Wenn sie euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, ein Abo und ein Kommentar. Würde mich sehr freuen. Bis bald.